Oder aber auch, hallo Leute, hier ist Grossi und hier ist wieder Night Banes, das Collectible Card Game. Bin hier nochmal ganz kurz, weil das wollte ich eben mal festhalten hier im Video. Hier hat nämlich gerade einer geschrieben, Nubblebast oder so ähnlich, oder Mubblebast oder so. Hat geschrieben, ey, wegen dir habe ich heute mit dem Spiel angefangen. Ey, das ist ja cool, dass jemand wegen mir mit dem Spiel angefangen hat. Das musste ich doch mal festhalten. Das muss ja mal rein. Geht nun auch ganz easy bei Facebook. Aha. Also, das wollte ich mal festhalten. Das war jetzt nur mal so ein kurzes Zwischenstück. Hier oben tickt noch die Energie und so das richtige Video, das kommt dann im Anschluss etwas später. Und jetzt mache ich erst Pause, ich trinke jetzt erst aber ein bisschen Sekt. So, mal gleich Stöpfchen trinken. Alles klar. So, Bewohner. Oder eigentlich ja nicht, weil ich hatte ja vorher schon ein Stück aufgenommen. Und ja, jetzt mache ich noch ein bisschen PvP hier bei Night Banes, dem Collectible Card Game. Ja, noch ein bisschen PvP, weil die Energie ist alle, Quest kann ich im Moment nicht machen. Ihr seht, hat sich wieder ein bisschen was getan, habe wieder ein bisschen gezockt, ich nehme ja auch nicht immer auf, wenn ich spiele. Ich spiele ja auch mal so, sonst wären das ja mal 20 Videos am Tag, geht ja auch nicht. So, dann müssen wir erst mal Hallöche schreiben hier, ne? Hab mir gleich hier wieder ein Dings gebastelt. Zack. Oh, das wird schon wieder ein sehr, sehr interessantes Deck. Das wird ein sehr, sehr interessantes Deck, was der da aus seinem Hut zaubert. Gut, einen haben wir schon mal aus der Hüse. Ja, den auch, sehr schön. Und dann machen wir erstmal den da. Mist, der kam leider zurück. Schade eigentlich. Dann nehmen wir mal den. Oh, der hat schon das UFO hier oben gehabt. Ne, er hat's noch. Er lebt noch. Jetzt gibt's hier Massenschaden. Ich habe noch keinen. Doch, die da unten habe ich. Da spielen wir die mal schnell aus. Jawohl, den habe ich platt. Den auch. Sauber. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Glück gehabt, aber noch ist nicht gewonnen. Das kann auch alles hier schön in die Hose gehen, ne? Zack. Ah, gut, jetzt sieht es doch schon besser aus. Der Gegner hat aufgegeben, ja. Dann noch eine Runde. Oh, Toxor. Da muss ich jetzt erstmal schreiben. Den kennen wir ja schon hier unten aus dem Chat, ne? Gute. Ja, mein Freund, du bist jetzt gerade in meinem Video. Und ich habe so die Befürchtung, das könnte ich eventuell verlieren. Wenn ich mir die Karte da oben schon angucke, da ahne ich schon, was da auf mich zukommt. Das wird, glaube ich, eine schwere Nuss. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Nuss. Na gut, mal schauen. Den Test kannst... Äh,
auf YouTube sehen. Genau. Der eine lebt ja immer noch da oben. Oh, jetzt hat er mir mal einen platt gemacht. Ja, wenigstens habe ich bei ihm auch wieder welche weggehauen. Aber vorne, der lebt immer noch. Aber ich muss sagen, ein bisschen Glück gehabt, dass die Karten jetzt gerade gekommen sind. Ne? Sonst wäre das wahrscheinlich hier schon gelaufen gewesen. Aber noch habe ich nicht gewonnen. Da ist noch, je nachdem, was er jetzt noch hier für Karten kriegt, ne? Ihr seht schon, der haut mir ganz gepflegt hier einen rein. Nehmen wir mal den da. Ja, na gut, einer ist wieder weg, aber der ist eine harte Nuss. Die Karte ist eine echt harte Nuss. Was macht der dann? Verhindert? Guck mal hier, der macht 6 Schaden, macht der. Donnerwetter. Und das hier macht, heilt alle deine Kreaturen. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich sie weg. Jawohl. Gut, jetzt sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Ich denke mal, das Ding müsste ich jetzt eigentlich nach Hause fahren. Hoffe ich. Ja, das sieht doch gut aus. Ah ja. Habe ich geschafft. So wie es aussieht. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis hier. Im PvP. Ja, wieder ein Blutabzeichen. Ich brauche ja 500 oder 1000 oder noch mehr. Dann suchen wir mal den nächsten Gegner. Ah, der schreibt ja auch hier schon die ganze Zeit im Chat. Ordem. Dann muss ich doch auch mal hier mal ein kurzes Hallo sagen. Ja, Crossi nimmt wieder auf. So ist das. Oha, da kommt hier ein schönes Ungeziefer-Deck auf mich niedergeprasselt. Ja, der geht hier schon immer schön direkt auf meinen Boss drauf. Das wird eine harte Nuss. Ja, ausgerechnet, wenn ich Ratten benutze. Ja. Ja, so kann es gehen, ne? Ausgerechnet, immer wenn die Ratten kamen. Aber jetzt haben wir hier auch mal ein bisschen da oben zugeschlagen, aber er auch schon wieder. Nehmen wir mal den hier vielleicht. Bringt vielleicht jetzt im Moment gerade mehr wie der andere. Ja, das war schon mal ganz gut. Ja, und jetzt mal den da raushauen. Ja, das hat auch geklappt. Nächste Runde. Nächstes Game. Wen haben wir denn jetzt? Und was spielen wir denn jetzt? Ich spiele erstmal die Karte hier. Mal gucken, ob er den gleich rausnimmt oder erstmal wieder mein Hallo schreiben. Ja, er hat ihn direkt rausgenommen. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade, schade, schade. Den anderen möchte ich mir noch ein bisschen aufheben da. Den da. Der da den schönen einen Schaden macht. So, mein Hexenmeister, der Lykaner, wird jetzt in der nächsten Runde was machen. Mal gucken, was er jetzt auspackt. Der hat 5 Punkte. Mein Hexenmeister macht nur einen Schaden. Nehme ich mal den da. Schaden auf alle will ich noch nicht machen.
Und mein Hexenmeister hat keine Karte beschworen. Hm, schade. Sehr, sehr schade, schade, schade. Oh, das könnte ein sehr, sehr interessantes Match werden. Ja, jetzt hier, jetzt aber, komm. Nee, immer noch nicht. Okay. Seine Fähigkeit ist schon wieder einsatzbereit, ja. Die macht jetzt jeweils nur einen Schaden, Heilung für meine, na, ich weiß nicht. Dann nehme ich doch den. Dann wird er mir vielleicht mein Artefakt jetzt gleich wieder wegnehmen. Nee, macht er nicht. Oh. Ja, aber trotzdem, ich richte da oben im Moment nicht allzu viel aus. Also das wird ein hartes Stück Brot. Und gut, jetzt würde ich mal sagen, wird eine wahrscheinlich eine Runde, die ins Nichts geht. Ja, ihr seht schon, der macht mich hier fertig jetzt. Der macht mich platt. Da komme ich nicht mehr hin, das wird nichts mehr. Der hat da oben schon so viele Karten liegen, das geht nicht mehr. Ja. Dann schreiben wir nochmal schnell, bevor es zu Ende ist. GZ. Du hast mich total fertig gemacht. Mist. So, mal gucken, wer jetzt kommt. Automatische Gegnersuche. Wen haben wir denn jetzt? Ah. Shane, okay. Dann hier erstmal mein Alien. Und mein kleiner Willkommensgruß. Tada! Was hast du da ausgepackt? Der hat denselben Lord wie ich. Hauen wir dem erstmal hier oben einen rein? Ja, machen wir. Direkt schon mal ein bisschen geschwächt. Direkt schon mal ein klein wenig geschwächt. Dann hallo Welt. Ja, das ist ein anderes Computerprogramm. Hau ich dem gleich noch einen rein. Wenn ich dem die jetzt verbrutzel, zwei Feuerschaden noch ein Feind. Zack. Nee, das war jetzt, na egal, nächste Runde dann. So. Hm, das war noch nichts. Den habe ich noch nicht platt gemacht. War wohl doch eben ein etwas missratener Zug, würde ich mal behaupten. Und immer noch nicht platt. Alle Schmiede. Ja, vielleicht macht eben einen jetzt hier platt. Jawohl, und gleich zwei sogar. Okay, die Runde ist dann wohl für die Füße. Oder ich, wenn ich Glück habe, kommt vielleicht jetzt gleich die Karte, wo ich jeweils einen mitmache. Auf alle. Dann könnte ich seine zweite oben rausnehmen. Ja. Aber die Karte kommt leider nicht. Sorry, dass ich dich versohle. Ja, nett. Ich bin Kummer gewöhnt. Beim nächsten Mal dann. Vielleicht sehen wir uns irgendwann und irgendwo einmal wieder. Hm. Sowas aber auch. Okay. Neuer Gegner. Vielleicht neues Glück. Mein Deck ist ja auch noch nicht umgebaut. Kommt noch. Kommt alles noch. Oh, nett. Oben im Fernsehen, der über mir steht, der lautlos ist, läuft gerade Bones. Und da liegt gerade wieder ein Opfer auf dem Tisch, muss ich sagen. Das könnte durchaus hier aus dem Spiel kommen. So, wir nehmen zuerst. Alien nehmen wir zuerst. Und wir sagen natürlich Hallo. Da weißt du auch gleich, dass du gefilmt bist. Ja, dann nehmen wir den.
Heilung. Oh, der hat hier da irgendwie Schaden angerichtet. Aha. Hat mir mal ein Bärchen da unten sozusagen, ne? Hm, welche nehme ich denn jetzt? Ach, jetzt hat er automatisch gespielt, wa? Habe ich jetzt. Ja, hat er automatisch gespielt jetzt. Und jetzt kriege ich hier die Karten aus dem Bild. Das ist natürlich super. Da, zweimal drauf geklappt und der steht immer noch. Oh ja, Wahnsinn. Ja, hebt mich doch hin rum. Jetzt ist aber immer noch nicht weg. Immer noch nicht weg. Donnerwetter. Aber ich habe schon ein bisschen auf den Lord eingeprügelt. Das ist auch ganz gut. Ist er immer noch nicht. Jetzt ist er weg. Also. Geht doch. Ja. Die Runde, das sieht auch gut aus. Und das werden wir gleich mal ein bisschen schädigen hier oben. Jawohl. Gewonnen. Sehr schön. Ja, nächste Runde. Nächster Gegner. Nächstes Glück eventuell. Mal sehen. 2132 Punkte habe ich jetzt. Mal gucken, neben ab und an immer mal ein bisschen den Chat im Auge behalten. Falls mich irgendjemand rufen sollte oder sowas. Auf jeden Fall will ich gucken, dass das Video heute nicht zu lange wird. Ah, der Toxer wieder. Ja, welchen nehme ich denn dann? Alien. Erstmal. Mal gucken, was er diesmal für ein Deck hat. Aha. Ich spiele mir erstmal den, den wird er mir wahrscheinlich gleich kaputt machen. Vermute ich mal. Ja, wie ich mir es gedacht habe. Dann holen wir den noch dazu. Jo, den noch nicht. Den hier nehmen wir jetzt. Ja, bis ich den natürlich wieder platt habe, das wird natürlich wieder ewig dauern. Das ist wieder mal ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit, ne? Rein theoretisch gesehen, wenn ich jetzt die Einserkarte spiele, müsste ich den da oben eigentlich wegkriegen, oder? Jawohl. Gelungen. Sehr gut. Aha, mit den Karten kann man oben nicht spielen. Was schreibt er? Geh mal weg. Habe ich schon einen Likaner da drin? Glaub nicht. Nehme schon mal ein Artefakt. Dann schreibe ich doch mal hier. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, Booster zu besorgen. Wenn ich mir meine schöne, schöne Sammlung angucke. Ach, am liebsten würde ich mir hier jeden Tag 150 Booster-Pakete kaufen, solange bis ich irgendwann wirklich alle Karten habe. Aber, ja. Das Geld fließt ja auch nicht bei mir aus den Ohren raus. Ich muss ja auch hart für mein Geld arbeiten. Jeden Tag ein paar Stunden, ne? Muss ja auch mein Geld verdienen. Den hier. Ups. Und deswegen gibt es immer mal so, ab und zu gibt es mal ein bisschen, hole ich mir mal was. Gerade am Anfang habe ich mir natürlich viel geholt, aber das ist okay. Dafür wurde dann das Geld woanders gespart. Heute habe ich mir auch mal wieder, war ja Anfang des Monats, gab Geld, war Geld auf dem Konto. Gleich nochmal. Juhu, andere Leute gehen in die Stadt, gehen Schuhe kaufen, Klamotten kaufen und ich gehe halt online shoppen und kaufe mir Karten im Moment. Ja. So gibt halt jeder sein Geld für das aus, was er mag. Ach, der P-Wing. Den kenne ich doch auch schon. Gute. Jetzt wirst du gefilmt, mein Freund.
jetzt habe ich die haben wir jetzt sogar schon mal gegeneinander gespielt in irgendeinem Video, ich weiß es gar nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das jetzt hier gewinne oder verliere. Das ist auch jetzt hier noch eine Frage, wo ich mir noch nicht sicher bin. Schaden machen kann ich auch. So. Endlich schreibt er. Oh, der haut aber auch eine Kelle raus hier, du. Wolf habe ich noch keinen. Dann nehme ich erstmal hier meine Lady. Lady in Red. Oder so ähnlich. Der Lady in Red liegt schon auf ihrem Bett. Ja, meine Frau schläft schon. Den da würde ich natürlich jetzt hier gern klein kloppen da. Jetzt könnte ich meinen. War hier. Die ist schon aktiv. Er hat schon nur noch 4 Punkte auf seinem Bestlein. Und jetzt nur noch einen. Das sieht ja gut aus. Sorry, Paving. Geht nur eine Runde, oder? Squash, ich glaube, gegen den habe ich auch schon mal gespielt. Nur mal schnell Hallo sagen. Und Bescheid sagen, dass er grün wird. Hier. Paving hat geschrieben. Da kennt sich, da kennt mich jemand. Hallo Mr. Grossi oder Bewohner. Da hat jemand mal meine Videos gesehen wahrscheinlich. So, mal wieder ein bisschen drauf konzentrieren, was ich überhaupt mache. So, ein Rematch, klar, wenn wir uns hier wieder über den Weg laufen, immer. Der jedem zum Matches zur Verfügung. Momentan ist es ja so, man kann ja auch die Leute nicht direkt herausfordern. Das geht ja im Moment leider noch nicht. Oh Mann, der hat aber auch ein Deck hier, du. Was sind das für welche? Der Wasserspeier ist das. Ah ja. Ja, der Wasserspeier. Vielleicht sollte ich mir daraus auch ein Deck mal bauen. Weil die Nummer geht definitiv nicht an mich. Das Crash macht mich fertig. Dann schau ich doch mal. GZ. Gut. So, mal gucken. Huhu, da ist er, der Paving. Ha, hat doch geklappt. Na also. Das ist doch schön. Ist das die Brutmutter? Oh, der hat schon die Brutmutter. Hebt mich hin rum. 7 Punkte hat die. Muss man direkt hier den da raushauen. Und direkt schon mal einen verbraten. Gleich mal ein bisschen bei der Brutmutter unbeliebt machen hier. So, mal schauen, ob ich jetzt noch mal Glück habe mit meinen Karten. Jetzt kommt gleich die Brutmutter auf jeden Fall zum Einsatz. Aber auch wahrscheinlich nur einmal. Jetzt dürfte sie wohl weg sein. Wow. Ja, ich hab's. Aber die hat hier, guck doch, 3 Stück hat die da ausgespuckt. Ich brauche erstmal Heilung. Das wird, oh, der zieht mir alles weg. Ja, die Brutmutter ist schon ein starkes Stück Brot. Ah, jetzt ist wieder ein bisschen ausgeglichen, ja, da oben. Oh, jetzt hat er mir wieder einen weggenommen. Mist. Jo, bei ihm sind aber auch 3 weg. Sehr schön. Sehr gut. Oh, auch schon wieder 2 weg. Habe ich schon einen Wolf aktiv? Ja, hier die 2, ne? Ja, dann gib ihm. Sehr gut. Da hinten die
beiden machen ja noch nichts. Was mache ich denn? Hau ich zuerst mal einen raus oder ich nehme zuerst, erst nehme ich nochmal die Katze. Das Artefakt mache ich gleich weg. Kommt gleich. Erstmal ein bisschen Platz machen hier unten, weil jetzt haut er mir auch wieder ein oder zwei weg wahrscheinlich. Nee, dann nehme ich jetzt mal das Artefakt raus. Ah, leider Gottes, die stehen noch. Jetzt kommt er wieder mit dem hier. Uiuiui. Das wird ein hartes Match hier, sehe ich ja schon hier. Ja, jetzt könnte es sich ein bisschen drehen. Ja. Ich habe zwar gewinnt, aber ja doch. Aber einfach wird's nicht. Also es ist jetzt hier kein Spaziergang. Welche Karten nehme ich denn jetzt mal? Ich muss mal ein Artefakt raushauen hier. Nächste Runde nehmen wir wieder eine, zwei weg. Oh, oh. Ich nehme mir aber auch welche. Oh, jetzt gewinnt er am Ende doch noch, wa? Wow, das wird echt ein hartes Match. Aber hier wird gekämpft bis zum letzten hier. Hältst du dich nicht aus? Ich habe so das Gefühl, er gewinnt doch noch. Wow. Wow. Das war echt spannend. Ja, genau, sehr spannend. Gut, dass ich gefilmt habe. Das kannst du dir jederzeit wieder angucken. Ja, ich mir auch, aber ich weiß nicht, ob ich mir die Niederlage nochmal angucken will. Ui. Doch, aber war echt gut. Hat echt Spaß gemacht. Das war echt schön. Ja, das war wirklich gut. Squash ist wieder da. Schreiben wir dann nochmal. Hello again. Hello again. Squash wird mir gegenüberstehen. PvP elendig zugrunde gehen, ja, das wird auch vielleicht nicht sein, der elendig zugrunde geht. Ja, genau, Bewohner, richtig. Bewohner. Ich sag mal für den Scratch hier unsere Bewohnerstimme rausholen. Hallo Scratch, da ist er wieder. Es ist mir immer eine Freude gegen so nette Menschen zu spielen und wenn es sein muss auch gegen so nette Menschen zu verlieren. Das macht mir eigentlich meistens gar nichts. Ab und zu bin ich schon mal ein bisschen ärgerlich, aber im Moment macht mir das nichts. Im Moment habe ich meinen Spaß, auch wenn ich verliere. Da hat er mir mein Artefakt geklaut und jetzt haut er hier einen Schaden raus. Alter Schwede, warte mal, welche nehme ich denn hier am besten mal? Ich probiere es mal mit dem da. Ja, das war gut. Das war schade. Ich habe gehofft, ich krieg den auch noch weg. Mist, jetzt hat er mir mein Hot Hü kaputt gemacht. Oh, der lebt noch. Ja, der lebt noch. Der ist auch kaputt. Mist. Na gut. Der hat jetzt noch einen, der hat noch vier und der haut jetzt gleich richtig die grobe Kelle raus. Okay, das geht in die Hose. Mist, der hat aber von denen hat er echt viel hier, du. Gut. Dann würde ich schon mal sagen, die Nummer geht wieder mal an dich. Das
geht wohl an dich. So kann es gehen. Ja, da, und wenn dann natürlich diese Karten kommen, also falls du dir das anguckst, ne? Was will ich jetzt hier reisen? Ja, manchmal spielt man blöd, manchmal kommen die Karten blöd, manchmal kommt beides zusammen. Ja, so kann es gehen. Nächste Runde, nächstes Glück, nächster Herr, selbe Dame. Eine Runde machen wir noch und dann ist aus die Maus, ist auch das Video schon wieder lang genug. Ah, Fussel, den Namen habe ich auch schon mal gelesen. Erstmal ein kleines Hallo schreiben. Mal einen netten Willkommensgruß entbieten. Hallo Fussel. Schön mit dir zu spielen. Oder gegen dich zu spielen. Wie auch immer. Schauen wir doch mal, wer am Ende übrig bleibt. Also die Karte habe ich auch. Die habe ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die eigentlich schon freigespielt habe, ob ich mir die schon holen könnte. Aber die Karte ist schon nicht schlecht. Die ist natürlich auch super. Müsste ich auch mal gucken, ob ich mir die schon freigespielt habe. Und dann dementsprechend mein Deck vielleicht noch ein bisschen umbauen. Aber ich will ja sowieso mit meinen Decks noch experimentieren. Und. Habe schon einen Wölfli, habe ich schon aktiv. Hier vorne der, ja. Ja. Dann nehmen wir doch mal die hier. Da habe ich nämlich seine. Eine schon mal direkt aus dem Spiel geruppt. Das ist gut. So, jetzt können wir mal die raushauen. Die hat jetzt lange genug Zeit, sich hier ein bisschen aufzubauen, denke ich, hoffe ich. Ja, die ist jetzt zwar platt, aber da vorne, die wird noch einen Moment überleben, glaube ich. Ja, den hast du, den habe ich auch, ja. Ja, so sieht's aus. Also bis ich den jetzt Runde habe, das ist natürlich jetzt, das wird eine Runde dauern. Jetzt kommen wir mit dem schon wieder an. Nehmen wir den hier mal. Und gleich kommt mein Hottehü und die nächste Runde kommt dann noch mein Feuerspucker zum Einsatz. Das ist gut. Nehmen wir mal das Artefakt raus. Erstmal. Zack, da ist wieder einer weg. Zack, zack, zack. So geht's. Das ist in Ordnung. Damit kann ich doch leben, oder? Nehmen wir nochmal das Bärchen dazu. Ja, das war's. Gut. Okay, also eine noch. Zum Abschluss geht noch eine. Nochmal. Hallo. Ja, Fussel hat auch noch eine Revanche verdient. Würde ich mal sagen. Und mal gucken auf ein neues, genau, so sieht's aus, auf ein neues, jawohl. Ja, ich würde sagen, die nehmen wir erstmal weg da oben, die brauchen wir nicht, brauchen keine Granate da oben noch. Dann nehmen wir noch einen Alien dazu, der macht nur einen Schaden, das ist in Ordnung. Und jetzt kommt er hier wieder mit der großen, mit der Hammerkarte. Na gut, dann müssen wir daran arbeiten, dass wir die loswerden, irgendwie. Erstmal unten noch ein bisschen was aufbauen. Jetzt hat er noch ein Artefakt rausgezaubert. Kann deine dunkle Gabe wieder einsetzbar machen. Das wäre natürlich super, wenn der das mal macht. Weil, dann kann ich nämlich noch ein Artefakt von ihm da oben entfernen. Dunkle Gabe geht noch nicht, nein. Warte mal, ein Schaden, ja, den hau ich mal raus hier. Zack, der ist weg. Die ist auch weg, sehr gut. Erstmal ein bisschen Platz gemacht da oben. Nehmen wir den Feuerschaden oder was nehmen wir denn? Ja, yeah. Strukturpunkt von einem Artefakt entfernen, da stehe ich auch drauf. Der hat da oben auch schon jede Menge Artefakte jetzt liegen, ne? Jetzt nehmen wir mal die Feuerkarte. Zacki, zacki. Gut, das dürfte eigentlich... die Nummer sollte jetzt doch mal hoffentlich an mich gehen.
würde mich ja, gut, die letzte Nummer ging ja auch an mich, aber es würde mich ja sehr wundern. Du hast gewonnen, genau. So, zurück, das war jetzt PvP für heute. Und jetzt mache ich zum Abschluss mache ich noch mal ganz kurz Quest und zeige euch mal mit meinem Deck, wie ich hier den Erntelord hoffentlich bezwinge. Ich habe ja schon ein paar Mal gegen den gekämpft, auf den niedrigeren Stufen. Jetzt geht es in die höhere Gewinnkategorie, sagen wir mal. Oh, ja, das muss ich jetzt dran denken. Das ist jetzt ja hier Quest und kein PvP-Gegner. Das heißt, der trifft eigentlich, würde ich mal behaupten, automatisch die spiellogischste Entscheidung. Oh, der haut aber gut raus hier. So stark war er auf dem anderen Level, aber glaube ich nicht. Naja, gut. Mal gucken, ob es gelingt mit dem Deck. Also ich habe nicht immer gewonnen auf den anderen Stufen. Aber ich sag mal so, die Anzahl der Siege war höher wie die der Niederlagen. Ja, das sieht doch auch wieder brauchbar aus, was jetzt hier gerade passiert. Ja, das ist doch schön. Also die Nummer ist definitiv mir. So. Oh, 2% erfüllt. Ein bisschen Energie habe ich noch, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Damit es sich auch lohnt. Ah, und der haut direkt schon wieder einen raus. Nehmen wir hier noch den. Oh, das Händchen. Hat mir direkt einen weggenommen. Du übler Mensch, du. Darth Erntelord ist wieder unterwegs. Und hier haben wir das Hotte-Hotte-Hü. Mal gucken, ob die Runde auch an mich geht. Da bin ich im Moment noch ein bisschen skeptisch. Im Moment jedenfalls. Lykane habe ich nicht aktiv. Nee. Wenn ich einen Schaden raushaue. Nee, das reicht auch noch nicht. Dann nehme ich also erstmal den. Ja. Hat jetzt auch so nicht wahnsinnig viel gebracht, ne? Gut, eine bin ich wenigstens losgeworden. Aber alles in allem muss man sagen, oh, gibt das eine ganz üble Runde. Oh, okay, also die Nummer, ich glaube, das werde ich verlieren. Sieht ganz schlecht aus im Moment. Ja, jetzt nehme ich mal die hier. Wenigstens ein bisschen was rausgenommen, aber da geht nichts mehr. Da oben die hauen gleich alle bei mir auf die Mitte. Ja, da ist hier, glaube ich, nicht mehr viel zu holen. Ja, du hast verloren. Also, in diesem Sinne, Leute, bleibt mir nur eins zu sagen. Eine gute Nacht und...